und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Im letzten Part haben wir so eine Art Bonus-Dungeon betreten, der ist voller Reptiten und denen sollten wir jetzt helfen. Vorweg, ich hoffe, ich bin nicht zu abgelenkt in dieser Aufnahme, weil ich habe ziemlich schlimme Verspannungen. Die habe ich zwar schon mit Wärmepflaster behandelt, aber sie tun trotzdem ziemlich weh. So, was hast du denn? Wenn ihr eine rostige Klinge habt, bringt sie zu mir, ja, ich werde sie euch neu schmieden. Ich habe keine rostige Klinge, oder? So, der verkauft ganz normale Items. Eine Empyrean Blade, eine Smiter's Blade. Okay, wir haben aber viel bessere Sachen. Platinum Helm und... oh, der Ionen Helm. Wir könnten einen für Fogg kaufen, obwohl der hatte doch die Time Cap. Was hat denn der... hat der Ionen Helm nicht irgendwas Gutes gemacht? Nee, das steht leider nicht. So, und dann gibt es natürlich die Platinum-Weste und den Aeonian Suite. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir das benötigen. Na schön, was sagst du mir denn? Ihr scheint euch ganz schön gut zu halten, wenn nur meine Tochter so viel Energie hätte. Mehr hast du nicht zu sagen, ja? Wo ist denn der Nächste? Also hier geht's raus. Es gibt etwas, von dem ich hoffe, dass ihr mir mithelfen könnt. Eine Legende in unserem Dorf erzählt von einem Werkzeug, das als der Goldene Hammer bekannt ist. Und ich würde euch darum bitten, danach zu suchen, falls ihr darauf Lust habt. Die Geschichten sagen, dass es aus dem Holz eines goldenen Baumes gemacht ist, aber ich kann euch leider nicht viel mehr sagen. Glaubt ihr, dass ihr etwas Zeit mit der Suche damit verbringen könntet? Wir wollen den Goldenen Hammer suchen, ja. Wirklich? Oh, ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Echt, der Zug nach dem goldenen Hammer, sagt ihr? Nun, da gibt's etwas goldenen Sand in der Blumenwiese, in dem, südlichen Sumpf. Ich nehme nicht an, dass ihr danach sucht, oder? Naja, es ist immerhin ein Hinweis. Gibt's hier noch ein paar Reptiten, die uns vielleicht... ah, da unten ist noch einer. Fragen beantworten können. Die Legende des goldenen Hammers? Ah ja, als ich sie vor langer Zeit hörte, eine, sagt man das so am besten, glitzernder goldener Sand über einem jungen Baum will dazu führen, dass goldenes Holz produziert wird. Der Hammer wird daraus gemacht. Hört sich wieder an, als ob wir aus der Zeit halt herummachen müssen. Durch diese enge Passage im Western ist eine Höhle total dunkel. Was könnte bloß hinter ihr sein? Dieser Platz, der ist so dunkel, dass du überhaupt nicht sehen kannst, aber ich denke, da ist irgendwas versteckt. Ich liebe Dinge, die glitzern. Ihr auch? Edelsteine und sowas, die sind so schön. Wenn ihr müde seid, könnt ihr euch ruhig in meinem Heim ausruhen. Gerade brauchen wir es nicht. Obwohl, wir sind ziemlich verletzt. Jawohl. Wie habt ihr geschlafen? Also ich erinnere mich an einen Sapling, also an einen Baum. Ich gehe mal kurz nachschauen, ob der immer noch hier ist. Hey, das ist ja einer der Reptiten. Vor einiger, gewöhnlich ist hier ein riesiger Baum gewachsen, aber diese Monster haben ihn gefällt. Was für eine Schändung. Es war so ein starker und was auch immer Stalwart heißt, aber zum Glück habe ich ja mein Wörterbuch auf. Getreuer, handfest, kräftig, robust, ah, robust klingt gut. Und robuster Baum. Naja, die Monster hier sind alle tot, deswegen können wir uns in diesem Wald völlig frei bewegen. Ich glaube, wir müssen trotzdem komplett durchständen, war doch der Baum. Halt, Moment. Ich mach's falsch. Ich kann den Baum ja nicht einfach wegnehmen. Ich muss erst den Sand holen, bestimmt. Oh, mein Nacken tut weh. Es ist schlimm mit meinen Verspannungen. Ich muss mich unbedingt einrenken lassen. Ich sehe nichts, es ist irgendwie blendet die Sonne total. Okay, bei dieser Wiese schauen wir uns jetzt mal um. Ein High Potion. Hey, da war noch eine Truhe. Komme ich da schon hin? Nö, leider nicht.
sieht recht labyrinthartig aus und hier gibt es auch ein paar Biester, wie es scheint. Nur Frösche. Schauen wir mal, wie stark sie sind. Auf jeden Fall brauchen sie schon mal ewig, um herzukommen. King Frog. Okay, 1592 Schaden können sie nicht erkraften. Interessant, Defense Boost, wenn er tankt. Okay, wenn Krono und Frog weiter so kritten, ist das wohl kein Problem. Also auch immer das war, Marley hat keinen Schaden genommen und auch keine Statusveränderung. Oh, wir sind ganz schön stark. Wie, keine TP bekommen? Wie sollen wir keine TP bekommen? Sag bloß, wir haben alles gelernt. Skills? Nein, ich bin falsch. Skill? Dann schauen wir mal. Scheint so, als ob wir wirklich alles gelernt hätten hier. Krono hat nichts Neues drauf. Marley auch nicht, was war denn du weiß? Oh cool, Revive und Fully Healerly, also eine Komplettheilung, sowas wie Erzengel. Bock hat auch alles gelernt. Tatsächlich. Ja, das ist mal positiv, dass wir alle Text gelernt haben. Dann schauen wir uns jetzt mal hier oben um, hier ging es doch zu einer Truhe. Aber erst bekommen wir wieder Monster. Was bist du denn? Wir sind immer noch in der Urzeit, oder? Aber du siehst aus wie ein Alien. Death Creeper. Ui, der greift vielleicht Marley an. Hat auch ordentlich Schaden gemacht. Das ist eine magische Attacke, weil Marley sehr viel weniger. Krono hat auch eben Konter gemacht. Hat er überhaupt Schaden genommen? Anscheinend schon. Ich habe es irgendwie nicht so richtig gesehen. Ey, der macht eine Attacke. Was? Lightning? Naja, das hat kaum was ausgemacht. 820 XP. Na, immerhin. 8000 G. Nice. Ja, wohin als nächstes? Shelter. Da geht's bestimmt weiter, aber ich möchte mich jetzt erstmal in dieser Gegend weiter umschauen. Hier gibt's jedenfalls noch eine Truhe. Fein. Turbohäser, sowas ist immer gut. Hier gibt's noch ein paar Monster. Die sich voll aufblähen. Ein Reptil mit roten Augen. Achso, ein Exile. Also einen, den ihr rausgeworfen habt aus eurer Gemeinschaft. Aber ich denke, dass wir mit unserer Waffengewalt hier gerade ziemlich gut vorankommen. So viele HP haben die nicht. Wie habe ich schon so viele gute Items gesammelt? Perfekt. Also, Krono, du bist dran. So, die sind ein bisschen stärker. Also, die beiden kritten sowas von oft. War das ein Clownschlag? Dieses Blip? Ja, die Gegner waren hier. Ah, das ist der goldene Sand. Gute Frage ist jetzt nur, ich werde hier noch die Gegner bekämpfen, wenn wir schon hier sind. Wenn wir den Baum damit besprenkeln, dann müssten wir doch eigentlich in die Zukunft wieder gehen, also zumindest nach 600 AD, oder? Aber da war doch... Moment, es gibt in 600 AD dieses Ding. Kommt man auch rein? Ist das derselbe Ort? Das werden wir herausfinden. Das werden wir doch herausfinden. Jackpot. Ich wette, wenn wir den besiegen, bekommen wir viel Geld. Falls wir es schaffen, ihn zu besiegen. Ja, mal wieder unser Crimson Wayne. Was haben wir ihn vermisst in Crimson Wayne? Nicht. Ich frage mich echt, wie viele HP der hat. Vielleicht soll ich mal Magie ausprobieren. So, der nächste, der dran ist, macht mal Magie. Vor allem, weil der sich ereilt. Ja, wo ist meine Magie? Lightning 2. Ich glaube, Fox sollte sich mal heilen. Ja, Magie ist das Schlüsselwort. Schlüsselwort?
Der Schlüssel einfach nur. Reicht eigentlich, reicht das normale Eis, oder? Gibt's ja nicht Lightning 2 und Eis 2 machen, dass wir noch mehrere Gegner. 461. Ah, perfekt. Und ein Level Up für Mali. Fantastisch. Und es gab auch einiges an Geld. Na gut, wir haben hier mehrere Pfade, die wir noch gehen könnten. Aber den goldenen Sand haben wir ja schon. Das heißt, wir gehen jetzt zurück in den Wald. Und werden dort den goldenen Sand auf den Baum sprühen. Und dann werden wir wahrscheinlich mal zu der Epoch fliegen müssen. Zur Epoch fliegen müssen, klar. Mit der Epoch fliegen müssen. Ich sag doch, ich bin heute abgelenkt wegen meinen Schmerzen im Nacken. Jetzt bin ich auch völlig falsch gelaufen. Meine Wärmepflaster sind zwar aufgebracht, aber die Schmerzen am Nacken sind schwer zu behandeln, weil da ja auch meine Haare sind und die Pflaster einfach nicht richtig kleben. Das ist das Problem, wenn man lange Haare hat, dann sind die im Nacken mit rausrasiert. Ich laufe falsch. Hier oben ging's doch zum... Ich bin doch ziemlich sicher, da oben ging's zum Wald. Wenn wir hier reingehen, oder? Ich bin falsch. Hier ist ja gar nichts. Dann war der Wald nebendran. Wenn wir hier hochgehen. So, nochmal. Genau, hier geht's zum Wald. Mal sehen, ob der noch was sagt. Nö, er gibt uns nur nochmal den Hinweis, dass es hier mal einen Baum gab. Den haben wir ja gesehen. Also den Überrest haben wir gesehen. Hey, hier sind wieder Monster. Seid ihr also wiedergekommen? Das sind viele. Ich glaube, ich werde lieber eine Combo-Attacke nutzen. Haben wir eine Triple Attack? Nicht Item. Die alle trifft, das interessiert mich. Das ist nur für einen. Schade. Naja, dann nehmen wir halt unsere Magie. So, Eis 2. Und Fog macht Wasser 2. Oder Water 2. Ja klar, jetzt sind erstmal wieder die ganzen Gegner dran, stimmt's? Die dürfen Chrono ans Schienbein treten oder was auch immer. Gut, damit werden sie schon erledigt. Haben die Fox-Magie gar nicht gebraucht. Gut. Sie haben sie jetzt die Monster wieder hier hingesetzt. Naja, das beweist mir, dass wir richtig sind. Ach ja, diese ganzen dummen Ogre-Teenager. Wir hauen einfach drauf. Die hatten zwar viele HP, aber was soll's. Chrono hat gleich mal von beiden 1000 HP runtergeholt. Und Fog wird jetzt den, finde ich, blau machen. Da fällt mir was auf. Geht's hier lang? Hier gibt's ja noch eine Truhe. Aber nur ein Hayeser drin. Ja, die ganzen guten Sachen kriegt man an Chrono-Trigger hauptsächlich durch Sidequests und nicht durch einen gewöhnlichen Truhen. Na gut, ich glaube, diesmal mache ich mal Combo-Attacks, damit das ein bisschen schneller geht. So, ich möchte gerne mit Fog einen zusammen machen. Wir machen den Swordstream auf den Oregon Chieftain. Tja, was macht Mali? Ach, die macht Eis 2. Hui, das war stark. So, dann warten wir mal, bis Chrono und Fog wieder so weit sind und angreifen können. Oder bis Chrono einfach alles ausgekontert hat. Dieses Schwert ist so klasse. Oder war es das Schmuckstück? Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Schade, kein Crit diesmal. So, Mali, du hast wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Gut,
Jetzt müssten wir ja eigentlich da sein. Den goldenen Sand, um den Sprüßling auszusprühen, ja. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch warten, bis es zu einem Baum geworden ist. Was glaubt ihr, wie lange es dauern wird? Oder wie wäre es, wenn wir durch das andere Portal im Mittelalter zurückkommen? Vielleicht ist er dort schon gewachsen. Wie ich mir doch dachte. Der Mittelalterportal führt zum selben Ort. Der Mittelalterportal, klar, ich kann auch nicht mehr reden heute. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Mittelalter. Zurück zum Mittelalter, sage ich schon. Oh, ich bin so durcheinander gerade. Wenigstens fangen meine Pflaster an zu wirken. Aber das tut auch weh. Behandlung tut genauso weh wie der Schmerz selbst. Aua, aua. Ich muss mal unbedingt zu einem Osteopathen gehen und mich einrenken lassen. Endlich habe ich Schmerzen in meinem Schulternackenbereich. Das ist nicht mehr witzig. Ja, wir möchten gehen. Wir kommen nie wieder. So, das verlorene Sanktum ist jetzt nicht mehr so verloren. Wir speichern mal kurz vom verlorenen Sanktum. Wir haben noch 3 Minuten. Und jetzt wollen wir... 600 AD, da war's. Wo ist denn das Portal? Ach, hier. Hier können wir landen. Ach nein, wie süß. Meine Katze hat sich gerade draußen in die Sonne geflext. Nein, sieht das goldig aus. Okay, hier leben die Reptiten. Was ist denn los? Hat euch etwas erschreckt? Sprechende Affen. Haarlose sprechende Affen. Rennt um euer Leben. Wart ihr noch nie draußen? Wartet. Seid ihr wirklich sprechende Affen? Du bist vielleicht unhöflich. Nein, wir sind keine Affen, wir sind Menschen. Ich verstehe. Also waren die Legenden wirklich wahr? Was meinst du, Ältester? Es ist eine sehr antike Legende. Vor langer Zeit, Horden von bösartigen Monstern haben unser Dorf überfallen und haben fast unsere Leute zerstört. Aber gerade als die ganze Hoffnung verloren war, die unüblichste Art von Helden ist erschienen. Sprechende Affen? Keine anderen. Und in kürzester Zeit haben sie die Monster erledigt und das Dorf gerettet. Also, sind diese Affen die Helden von der Legende? Ich nehme an, dass sie es sein könnten. Entschuldige mich, dass wir so, direkt sind, aber könnten wir eure Assistenz erbitten? Contract? Der hat doch eben nicht Contract gesagt, oder? Ein Kontrakt? Ich würde einen Vertrag vorschlagen, wo wir euch belohnen, wenn ihr uns bei bestimmten Aufgaben helft, die wir nicht selbst tun können. Wenn ihr so stark seid, sollte es überhaupt kein Problem sein, oder? Ja, wir werden euch helfen. Auch im Mittelalter werden wir euch helfen. Dann sind wir uns einig. Und wenn es nicht zu plötzlich ist, habe ich bereits eine Aufgabe für euch. Die Monster in dem Wald sind in letzter Zeit ganz schön viele geworden. Würdet ihr sie für uns vernichten, tapfere Helden? Ich bin ein Held? Alles klar. Ich wollte schon immer einer sein. Naja, wir wollten eh in den Wald. Okay, bevor wir mit all diesen Reptiten reden, möchte ich jetzt erstmal die Sache mit Goldhammer erledigen. Und ich bin schon falsch, stimmt's, der Wald war ja ganz woanders. Aber das machen wir wohl im nächsten Part. Wir werden noch kurz Richtung Wald gehen und dann den Part beenden. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare. Schreibt uns, sage ich schon. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.